Sonne brennt. Oh ja, vom Firmament.
wer, wo, das gibt's doch nicht. Ich steh nur rum und schon hat mich der Beat gekriegt. Ein Takt nur, eine Melodie von meinem Ohr runter bis in die Knie. Ich kann's nicht fassen, was ist nur los? Kein Song hat bei mir sonst eine Chance. Ich geh raus auf den Dancefloor, rein ins Gewimmel. Da höre ich plötzlich die vertraute Stimme. Da höre ich plötzlich die vertraute Stimme. Ja, leck mich am Arsch, ist es geil. Leck mich am Arsch, ist es geil. Leck mich am Arsch, ist es geil. Ist es geil, ist es geil. Nee, komm, ja sag mal, spinn ich. Erkennst mich von früher, da Thorsten, hier bin ich. Gib mir deine Nummer, Alter, wir gehen da trinken. 017 hat dasselbe dann von hinten. Du hier im Club, ey, ich werd besteuert. Die Sprüche billig, die Drinks überteuert. Die Mucke ist geil, sie erfüllt den Raum. Wir beide am Feiern, dein Jugendtraum. Bestell mal zwei Jäger, natürlich nur Flaschen. Wozu Gläser, die muss man bloß waschen. Scheiß die Wand an, sind die hier spießig. Gib mir gleich noch einmal, Durst ist so riesig. Hier trinkt keiner, so tadellos wie du. Und morgen sehen wir uns im Nagelstudio. Dann ist's halb so schlimm. Und genau dafür ist dieses Lied hier gemacht. Für den Text im Refrain wurde nämlich nicht gedacht. Merkst du es schon? Dein Kopf wird ganz leicht, wie wenn man Sarrazin liest. Okay, doofer Vergleich, eher wie das Gefühl. Man guckt RTL 2 und liest die Kommentare auf Spiegel Online dabei. Ist doch klar, jeder braucht mal eine Pause. Und wenn der Song hier läuft, ist dein Hirn nicht zu Hause. Es fliegt weg, ganz weit weg, wo niemand es sieht. Jetzt kommt der Refrain und es geschieht. Da, 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 da.
weißt du, wie es geht. Wenn dich mal wieder etwas nervt, dann denk einfach an diese kleine Melodie. Und alles wird ganz leicht. Komm, wir probieren es mal zusammen. Denk an Flughafen Berlin. Flughafen Berlin. Oder an die Zeugen Jehovas. Zeugen Jehovas. An die Schrift Comic Sans. Comic Sans. Oder wie du in der Warteschleife beim Mobilfunkanbieter hängst. Genau das sind die Momente, in denen Gedanken zu Pudding werden. Alles scheißegal. Dafür hast du jetzt diese Melodie. Sind kein Geschenk. Apfel, Nuss und Mandelkern sind kein Geschenk. Ein Gutschein aus dem Taco-Markt, abgelaufener Erdbeerquark, Toilettensitz, der Danke sagt, alles kein Geschenk. Ganz genau, ja richtig verstanden. Hört mal gut zu, liebe Onkel und Tanten, liebe Arbeitskollegen, liebe Nachbarn und Freunde, Studienkollegen, zukünftige Bräute. Wenn schon schenken, dann bitte richtig. Ich will keine Sorgen, doch ganz offensichtlich hat keiner von euch die Muße und Zeit, sich zu überlegen, was mich denn wohl freut. Darum habe ich mir ganz einfach erlaubt, den Text hier zu schreiben, damit ihr nicht glaubt. Ich ließe euch mit eurer Ratlosigkeit alleine. Nein, ich sag euch grad fix Bescheid, holt schnell was zu schreiben, denn jetzt kommt nicht wenig. Ich wünsch mir zum Weihnachtsfest von euch nämlich die folgenden Sachen und es wäre ein Traum. Legen Sie pünktlich bei mir unterm Baum. Ein Chili, das nicht zweimal brennt, das wäre ein Geschenk. Ein Radiosender ohne Wham, das wäre ein Geschenk. McDonald's direkt, wo ich wohne. Nutella-Gläser ohne Folie. Fernsehsender ohne Beckmann, das wäre ein Geschenk. Was noch? Pfand, das sich von selbst wegbringt. Behördenpost, die richtig nett klingt. Bettwäsche, die immer frisch bleibt. Beschmiertes Brot, das auf dem Tisch bleibt. Explodierende Arschgesichter. Kneipentresen, gleich mit Trichter. Das wären echt Geschenke, bei denen ich nicht an Umtausch denke. We'll be right back.
Wir kennen uns zwar nicht persönlich, doch ich hätte einen Vorschlag zu machen. Sie werden vielleicht lachen, aber haben Sie schon mal drüber nachgedacht, die Figuren, die Sie zeichnen, auch auf meine Häuserwand zu streichen? Das ganze Haus sähe dann viel schöner aus. Und wo Sie schon dabei sind, es wäre schön, wenn Sie kommenden Sonntag frei sind. Da wird der Torben konfirmiert. Und wenn das passiert, wird am besten jeder Gast von Ihnen skizziert. Wir können leider nichts bezahlen, nee, eigentlich wollen wir bloß nicht. Aber denk mal drüber nach, das ist doch Werbung für dich. Hey, pass auf, das ist doch auch Werbung für dich. Denk doch mal, das ist doch auch Werbung für dich. Ich heiße Frieda, wohne in Hamm und ich habe einen kleinen Laden für Zauberbedarf. Und jetzt seien Sie bitte brav. Malen mir ein Tier mit Zylinder und Umhang, das ich anschließend dann auf Visitenkarten draufdrucken kann. Und mein Mann findet das, was Sie machen, überhaupt nicht zum Lachen. Darum soll ich Ihnen sagen, wenn Sie demnächst jeder kennt und Ihr Briefkasten Fanpost kriegt, dass das dann an der Visitenkarte liegt. Wir können leider nichts bezahlen, nee, eigentlich wollen wir bloß nicht. Aber denk mal drüber nach, das ist doch Werbung für dich. Das ist doch auch Werbung für dich. Denk doch mal, das ist doch auch Werbung für dich. Hey, pass auf, das ist doch auch Werbung für dich. Denk doch mal, das ist doch auch Werbung für dich. Nein, es ist nicht. Plötzlich taub auf einer Seite. Wenn du Schuhe anziehen willst, nicht mehr weißt, wie es geht. Wenn du ein Selfie machst und grinst dabei schräg. Wenn dein Kopf dir dröhnt, was machst du dann? Was machst du dann? Was machst du dann? Erstens, lächeln, zeig deine Zähne. Zweitens, sprechen, fang an zu reden. Drittens, heb die Arme hoch, die Arme hoch, die Arme hoch. Erstens, lächeln, zeig deine Zähne. Zweitens, sprechen, fang an zu reden. Drittens, heb die Arme hoch, die Arme hoch, die Arme hoch. Time is break. Fahr jetzt bloß kein Auto mehr. Time is break. Gib schnell dein Handy her. Time, time is brain. Ein Schlaganfall kann jeden treffen, auch Kinder und Jugendliche. Wenn du Schwierigkeiten beim Lächeln, beim Sprechen oder beim Armheben hast, können das Symptome dafür sein. Nicht zögern, lass dir innerhalb der ersten Stunde helfen, dann hast du eine große Chance, ihn ohne Folgen zu überstehen. Sag's weiter und teil dieses Video. Danke. We'll be right back.
Kontinente habe ich gesehen. Viele Länder habe ich bereits bereist. Nicht alle Sprachen konnte ich verstehen. Reisen bildet, hinterher weißt du das meist. Alle Menschen auf der Welt sind ganz verschieden. Wo der eine vielleicht lacht, der andere weint. Das, was dich hält, hat den anderen vertrieben. Doch es gibt da etwas, was alle vereint. Das Klo, hast du keines, bist du traurig, hast du eines, bist du froh. Das Klo, jeder freut sich, eins zu haben, jeder Popo sowieso. Niemand kann darauf verzichten, dort ist jeder gern allein, ob du groß bist oder klein. Viele Dinge habe ich besessen, vieles hatte ich mir jahrelang erträumt. Kaum besaß ich es, da hatte ich schon vergessen und in irgendeine Ecke bloß geräumt. Wonach streben wir, was ist denn wirklich wichtig? Es gibt vieles, worauf man verzichten kann. Weder Schmuck noch teure Uhren brauchst du richtig. Doch eine Sache, die braucht jedermann. Das Klo. Hast du keines, bist du traurig, hast du eines, bist du froh. Das Klo, jeder freut sich, eins zu haben, jeder Popo sowieso. Das Klo, hast du keines, bist du traurig, hast du eines, bist du froh. Das Klo, jeder freut sich, eins zu haben, jeder Popo sowieso. Wenn du lange darauf sitzt, schlafen deine Beine ein. Keines ist jemals so schön wie das eigene daheim. Niemand kann darauf verzichten, dort ist jeder gern allein. Ob du groß musst oder klein. Okay, dann wollen wir mal was? A one, a two, a one, two, three, four. Jemand hat uns gesagt, heute wäre dein Tag. Und wir haben uns gefragt, was denn für ein Tag. Die Recherche ergab, heute bist du geboren und ein Jahr älter geworden. Heute kamst du auf die Welt, ist ein paar Jahre her. Happy Birthday to you, wir haben dich gern. Heute kamst du auf die Welt und seitdem es dich gibt, komponieren wir dieses Lied. Ich sag mal so, aha, wir werden alle nicht jünger. Gar nicht mehr lang und von uns bleibt nur noch Dünger. Warum also warten? Komm, wir feiern jetzt. Der Tisch ist schon gedeckt mit Mini-Schnitzel und Sekt. Blas die Kerzen auf der Torte aus, du hast deinen Wunsch frei. Das da? Das kann nicht gesund sein. Heute kamst du auf die Welt und das finden wir gut. Weil du bist, wer du bist, weil du tust, was du tust. Heute kamst du auf die Welt und nur weil es dich gibt, singen wir dieses Lied. Schnitzelwoche in der Firmenkantine. Nein, ich mein die schönste Zeit im Jahr, wo keiner von uns arbeitet. Humta humtata, wir packen unsere Koffer, jetten um den Globus. Ganz einfach so.
Stiche. Jeden Tag trinkst du Cocktails aus Waschbottichen. Man stellt es sich anders vor, das ist dumm. Hast wieder Bock zu arbeiten, Chingdasabum. Du bist jetzt lang genug verreist, vermisst dein Zuhause. Spürst, wie du verwahrlost, dieser Urlaub braucht ne Pause. Die Zeit, auf die du dich seit Monaten schon freust und manchmal ja auch ziemlich schnell wieder bereust. Man liegt viel am Strand oder klettert auf Stein. Na, welche Zeit kann das wohl sein? Was sagt das gute Benehmen zu Haus? What did your parents do wrong? What did your parents do wrong? Originell, alles daran ist geklaut, das merkt man eigentlich schnell. Du denkst, das klingt nach den Atzen und dem Spot von Red Kuhn. Doch das gibt's alles schon länger, das erklär ich dir nun. Die haben alle geklaut, keine eigenen Ideen. Diesen Trash, den du hier hast, ganz lang vor 2010. Es ist Eurodance-Mucke, der Beat nur etwas fetter. Klau dich einfach durch die 90er und nenn dich dann Getter. Girl, you got no self-respect. What did your parents do wrong? What did your parents do wrong? Es ist lächerlich, ich rappe, dabei kann ich es gar nicht. Das ist wie Pinguin sein und tun, als sei mal dein Kranich. Die Melodie von Jam und Spoon und aus dem Track von Felix. Doch das ist alles scheißegal, weil ich so tue, als ob's real ist. Ich komm jetzt langsam mal zum Ende, denn wir sind bei 1,40. Mehr Text will ich nicht schreiben, ich glaube nicht, das rentiert sich. Im Ernst, mehr Text kommt nicht. Ich warte einfach, bis der Refrain wieder einsetzt. Ach ja! Kommt ja noch der Interlude. Das Stück baut sich jetzt zum Höhepunkt auf. Was für eine formelhafte Scheiße. Okay, ich mach doch mal Feierabend. Ciao. Girl, you got no self-respect. What did your parents do wrong? What did your parents do wrong? Ah, Krüger, hey. Hey. Was ist los? Warum guckst du denn so betröppelt? Ach, nichts ist... Es ist nur... Na, was denn? Ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt nichts weiß. Die Naturgesetze, das Universum, der Sinn des Lebens, das sind alles Rätsel für mich. Wenn's mehr nicht ist, deine Fragen kann ich alle beantworten. Alle? Alle. Wie? Mit diesem Lied. Hallo Krüger. Hallo Ralle, du, ich möchte was wissen. Ja? Wieso hab ich jeden Morgen... Sabba auf dem Kissen. Das ist kein Sabba, das sind Tränen. Nachts im Traum wird dir klar, dass du verdrängt hast, wie schrecklich deine Kindheit war. Aha, dann weißt du sicherlich auch, woran es liegt, dass es im Meer keine seekranken Fische gibt. Das liegt an der Titanic, denn als die versank, hatten die 40.000 Pfund Reisetabletten im Schrank. Wie heißt die Mehrzahl von Sofa? Dazu sagt man so Fusse. Warum fahren vor allem, wenn man
man es eilig hat, nur Busse. Einfach nur so. Weißt du den Grund dafür, warum es Schluckauf gibt? Weil Gott es witzig findet, wenn er dich damit sieht. Es gibt einen Gott? Ja, er hat gern Puff Daddy. Worin sind alle Menschen gleich? Jeder mag gern Spaghetti. Was ist das Lebewesen mit der schrägsten Anatomie? Laub, Heuschrecken, Ohren sitzen unter den Knien. Erklär mir die Welt. Nicht nötig. Warum ist das, was man sucht, dort, wo man zuletzt schaut? Das ist gar nicht so. Wir hören danach bloß auf zu suchen. Wieso sehen Vegetarier so krank aus? Die sind blass vor Neid. Puh, kommt da ein Gestank raus. Außerdem möchte ich wissen, gibt es Leben auf dem Mars? Ganz sicherlich mehr als an Tresen von Bars. Wieso weißt du so viel? Hast du ein Studium gemacht? Die eine Hälfte gegoogelt, die andere ausgedacht. Gibt's auch etwas, das du eigentlich nicht wissen bräuchtest? Das Katzenurin unter Schwarzlicht leuchtet. Erklär mir die Welt. Erklär mir die Welt, erklär mir das Leben, erklär mir, wie alles einfach, alles funktioniert. Ich erklär dir die Welt, du gibst dich damit zufrieden, dass mir einer sitzt und nichts als Schwachsinn dir erzählt. Ich fühle mich inspiriert. Ich glaube, ich komponiere ein Lied über Schnee. Mein Atem wird wolkig, wenn du den Raum betrittst. Sobald du erscheinst, bringst du die Kälte mit? Haben nichts mehr zu reden. Unsere Liebe ist erfroren. Ich hätte ja geweint, doch unter Not sind Tränen Eis. Meine Miene erfroren. Das Lächeln fällt mir schwer. Den Frost im Gesicht. Ich wollte dich so sehr, 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 sehr. Ich wünschte, ich hätte dir niemals so vertraut. Doch jetzt lass ich los, damit mein Herz bald taut. Du bist wie Schnee. Bald.
Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern. Malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Schneeflöckchen, du deckst uns die Blümelein zu. Dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal. Dann bauen wir den Schnee mal und werfen ihn mal. Du bist wie Schnee, wenn ich in deine Augen seh, so kalt. Ich denke, ich erfriere bald wie Schnee, wenn ich in deine Augen seh, so kalt. Ich denke, ich erfriere bald wie Schnee, wenn ich in deine Augen seh, so kalt. Ich denke, ich erfriere bald. Heute aufgewacht und fühlt es dich nicht gut. Deine Verfassung insgesamt schlecht. Darum wird es Zeit, dass du etwas für dich tust. Leg dich mal ganz schnell wieder ins Bett. Wenn man nicht fit ist, sollte man schlafen. Ruh dich aus, ist doch nicht schlimm. Denn auch ein Schiff bleibt wohl besser im Hafen, wenn es auf der Seite schwimmt. Hat deinen Weg gekreuzt. Oh, oh, oh. Komm bald wieder hoch. Du fehlst uns schon jetzt. Wir brauchen dich doch. Nimm Vitamine, schlaf dich aus. Schon bald reißt du wieder Bäume aus. Lass 5 Grad sein, gönn dir eine Auszeit. Umso eher bist du wieder fit. Du bist kein Roboter, der niemals aufschreit, wenn man ihn mit Stiefeln tritt. Sei nicht lächerlich, schlaf besser dich. Bewässer dich, weil's besser ist. Mach die Ruhekur, gönn dir Ruhe nur. Nur schon dich halt, das belohnt dich bald. Geh nicht aus dem Haus, aus dem Haus. Mach die Augen zu, besser wie zum Nu. Geh nicht ans Handy ran, mach nicht das Handy an. Hat doch keinen Zweck, so geht das niemals weg. Oh, oh, du bist nicht gesund. Es kommen Bakterien aus deinem Mund. Du riechst, hustest, du schnäuchst. Eine Krankheit an deinen Weg gekrochen. Do-do-do.